Als nächstes wollen wir die folgende Aussage beweisen, und zwar die Aussage, dass jeder zusammenhängende Graph mit n Knoten mindestens n minus 1 Kanten besitzt. Das ist eine Aussage über eine natürliche Zahl, also ein Graph in Abhängigkeit einer natürlichen Zahl, nämlich die Zahl n, der Anzahl der Knoten. Und das schreit förmlich nach einem Induktionsbeweis, und das wollen wir an dieser Stelle einmal vorführen. Und zwar wie folgt: Beweis als Induktionsbeweis. Ein solcher Induktionsbeweis besteht immer aus drei Teilen. Als erster Teil haben wir den Induktionsanfang. Und in diesem Fall heißt das, wir betrachten einen Graphen mit n gleich 1 Knoten. Das heißt, wir haben einen Graphen bestehend aus einem Knoten, der entweder isoliert ist. Ja, also für isolierte Knoten, da ist die Behauptung aber klar. Oder, weil genau dann haben wir n minus 1, sprich 0 Kanten. Oder wir haben einen Knoten dieser Form, dass es eine Schleife an diesem Knoten gibt. Ja, und auch dann haben wir mindestens n minus 1 Kanten. Das heißt, die Behauptung gilt auch in diesem Fall. Der zweite Teil des Induktionsbeweises besteht aus der Induktionsannahme. Und die Induktionsannahme heißt einfach, dass die Behauptung gelte für alle zusammenhängenden Graphen mit n-Knoten. Bei der Induktionsannahme ist nichts zu zeigen. Da setzen wir voraus für den nächsten Schritt, nämlich den Induktionsschluss. So, wir betrachten jetzt einen beliebigen zusammenhängenden Graphen G mit n plus 1 Knoten. Wie dieser Graph im Detail aussieht, interessiert uns an dieser Stelle nicht. Wir wissen nur, oder wir nehmen nur an, dass wir einen Graphen haben mit n plus 1 Knoten. Was ist für unsere Behauptung zu zeigen? Dass dieser Graph G hat mindestens n Kanten. So, und im Rahmen des Induktionsbeweises müssen wir jetzt von diesem Graph mit n plus 1 Knoten irgendwie kommen auf einen Graphen mit nur n Knoten. So, das heißt, was wir machen: Wir wählen einen beliebigen Punkt oder einen beliebigen Knoten V aus G und betrachten den Graph G ohne V. Das heißt, sowohl der Knoten V als auch alle inzidenten Kanten zu V werden gestrichen. So, was uns natürlich erstmal auffällt: Dieser Graph ist nicht notwendigerweise zusammenhängend. Das heißt, wenn man gerade einen, ich sag mal, zentralen Knoten V auswählt, der einen wesentlichen Beitrag zum Zusammenhang des Graphen darstellt, ja, also beispielsweise, wenn wir diesen Graphen betrachten und einen dieser beiden mittleren Knoten als Knoten V auswählt, dann zerfällt dieser Graph natürlich in Zusammenhangskomponenten, in mehrere Zusammenhangskomponenten. Das heißt, G ohne V zerfällt zum Beispiel in K Zusammenhangskomponenten. Und zwar nennen wir die einfach mal K1 bis K unten K. Mit insgesamt n Knoten. Ja. Mit diesen Betragsstrichen kennzeichne ich immer die Kardinalität einer Menge. Und in diesem Fall ist das halt die Kardinalität, also die Knotenanzahl dieser einzelnen Zusammenhangskomponenten. So, die einzelnen Zusammenhangskomponenten haben ihrerseits natürlich weniger als n Knoten. Das heißt, hier können wir für jede dieser K-Zusammenhangskomponenten lässt sich natürlich nun die Induktionsvoraussetzung oder die Induktionsannahme anwenden. Das heißt, für die Zusammenhangskomponenten gilt: K unten i besitzt K unten i minus 1 Kanten. Das ist die Anwendung der Induktionsannahme. Das heißt, insgesamt erhalten wir für den Graphen G ohne V, dass die Anzahl der Kanten ist, also K1 minus 1 plus K unten K
minus 1. Das ist also die Kantenanzahl unseres um v reduzierten Graphen. Außerdem gilt, da g insgesamt zusammenhängend ist, muss v mit jeder dieser Zusammenhangskomponenten über eine Kante verbunden sein. Denn andernfalls würde durch Entfernen von v aus diesem Graphen würden diese Zusammenhangskomponenten ja gar nicht entstehen. Das heißt, insgesamt heißt das für die Kantenanzahl in g, das ist gerade k1 minus 1 plus kk minus 1 plus k, ja, das ist sozusagen die Verbindung jeder dieser Zusammenhangskomponenten mit dem Knoten v. So, und das ist gerade n. Und das ist genau das, was wir beweisen wollten. Das heißt, insgesamt gilt für den Graph mit n plus 1 Knoten, dass er insgesamt n Kanten besitzt. Und das war gerade die Aussage, die wir beweisen wollten. Jeder zusammenhängende Graph mit n Knoten hat mindestens n minus 1 Kanten.